ist Steffi von bastelov.de. Mein heutiges Projekt fällt mal wieder unter die Kategorie 5-Minuten-Goodie oder auch Resteverwertung. Denn wir machen heute diese kleinen Mini-Milchkarton-Verpackung. Und zwar haben die ein Maß von 3x3 cm. Und ich habe die jetzt gefüllt mit so einem kleinen Ferrero-Küsschen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Zuallererst brauchen wir unseren Papierschneider oder euer SimpliScore Falzbrett und ein Stück Designerpapier. Das hier ist Designerpapier im Block. Das sind die Incolor 2015 bis 2017 und das ist Melonsorbet. Und das Stück hat das Maß 9 x 13 cm. Wir fangen an zu falzen und wir legen die lange Seite zuerst an. Und falzen bei 3 cm, bei 6 cm bei 9 cm und bei 12 cm. Und dann drehen wir unser Papier und legen die kurze Seite an. Und auch da falzen wir wieder bei 3 cm, bei 6 cm und bei 8 cm. So. Und dann brauchen wir unser Schneidbrett auch schon nicht mehr. Hier sind jetzt mehrere Sektionen entstanden und als allererstes nehmen wir uns jetzt einmal unser Falzbein und ziehen alle Falze einmal nach. So, jetzt haben wir hier oben eine 1 cm lange Lasche und hier unten sind 5 Sektionen entstanden, von denen 4 gleich groß sind. Und die fünfte, die brauchen wir nicht. Das ist so eine kleine 1 cm Lasche und die schneiden wir jetzt als allererstes einmal weg. So, und dann schneiden wir auch alle Falzlinien bis zur angrenzenden Falz an dieser Seite einmal ein. Und dann haben wir ja, hier haben wir ja einmal weggeschnitten und hier haben wir noch 3 Laschen und die schneiden wir jetzt auch einmal bis zur Falz ein. Und wer mag, kann sie ein ganz bisschen schräg anschneiden, aber wirklich nur minimal. So. Und im Grunde war das auch schon die ganze Arbeit. Jetzt geben wir einmal Abreißklebeband auf diese Lasche. Und ich mache das so, ich mache das einfach am Stück, um mir das lästige Rumschnibbeln oder Abreißen zu ersparen. Und mache dann einfach nochmal einen kleinen Schnitt an der Lasche, die ich eh schon eingeschnitten hatte. Und jetzt ziehen wir einmal unsere Schutzfolie vom Abreißklebeband. Meine will wie immer nicht. Ich stehe einfach auf Kriegsfuß mit Abreißklebeband. Ich weiß auch wirklich nicht, warum oder was ich ihm getan habe. Aber es ist einfach so. Und dann klappen wir uns die Lasche einmal so ein bisschen um und klappen die nächste einfach einmal drüber. Und dann habt ihr auch den richtigen Winkel. Das hier unten wird jetzt unser Boden. Auch da suche ich mir wieder zwei Laschen aus von den 4 und versehe die mit Abreißklebeband. Und auch die ziehe ich jetzt alle ab einmal. Ihr könnt es natürlich auch mit Flüssigkleber machen oder mit Fast Fuse. Ich würde es nicht mit Snail machen, weil es ist halt trotz allem eine Verpackung. So, und jetzt klebe ich meine erste Lasche, die ich mit Klebeband versehen hatte, einmal ein. Und die ist auch genauso breit, wie die Box ist. Und klappe die gegenüberliegende einfach einmal da drüber. Und dann nehme ich mir die nächste Lasche, die mit Klebeband versehen ist, und klappe die andere wieder einmal da drüber. Und jetzt drücke ich die Ecken hier so ein bisschen rein und auch da wieder darauf achten, dass ihr ein bisschen sauber arbeitet mit den Kanten, dass die auch irgendwie schön aufeinander liegen.
Und schon ist unsere kleine Milchverpackung fertig und wir können uns an die Dekoration machen. Ich nehme jetzt als allererstes mein Ferrero Küsschen und gebe das einmal in meine kleine Box. Und dann nehme ich mir eine Handlochstanze, und zwar ist das die mittlere. Drücke meine Schachtel hier nochmal zusammen und stanze mir so ein kleines Loch aus. Ihr könnt das natürlich auch einzeln machen, weil so braucht ihr relativ viel Kraft. Aber so sind sie auf jeden Fall gleichmäßig und an genau derselben Stelle. Das kriege ich meistens mit Anzeichnen noch nicht mal hin. Und jetzt nehme ich mir einmal das Pünktchenband in Wassermelone. Und das Loch ist ja relativ schmal, deswegen drehe ich mir das Ende einmal so ein bisschen zusammen und ziehe mir das Band einmal ein bisschen durch. Und von der Höhe ist es okay. Schneide es einmal ab. Und ich habe schon wieder die Papierschere und nicht die Stoffschere. Aber was soll's. Jetzt nehme ich mir ein ganz bisschen Leinfaden. Muss wirklich nicht viel sein. Und binde das einfach einmal hier oben zusammen. Also ich mache da auch keine Schleife. Ihr könnt natürlich auch eine Schleife machen oder das anders schließen. Vielleicht mit einer kleinen Mini-Wäscheklammer oder mit unserer kleinen Schleifenklammer, die es jetzt gibt, mit diesen Drahtclips. Da sind der Fantasie wirklich mal wieder keine Grenzen gesetzt. Das könnt ihr natürlich alles so machen, wie ihr das wollt. Ich schneide mir das noch so ein bisschen zurecht, also gerade den Leinfaden, weil ich mag das nicht, wenn er so raussteht. So, und jetzt nehme ich mir einen Rest flüsterweißen Farbkarton und einen Rest Farbkarton in Wassermelone. Ich stanze mir einen Dreiviertel-Inch-Kreis in Flüsterweiß aus und nehme von den Itty-Bitty-Stanzen einmal das kleine Herz und stanze mir ein Herz in Wassermelone. Und jetzt nehme ich mir einen Glue-Dot. Ich wollte eigentlich Snail nehmen, aber der liegt wie immer nicht hier. Deswegen nehme ich einfach einen Glue-Dot. Gebe den auf die Rückseite vom Herz und klebe den einmal mittig auf den Kreis. Und jetzt nehme ich mir noch einen Strassstein und gebe das so wie hier so ein bisschen in die eine, auf die eine Seite vom Herz. Und das Ganze klebe ich jetzt auf, und zwar benutze ich dazu einen von unseren Dimensionals, gebe den einfach mittig auf die Rückseite. Guck, dass mein Herz auch richtig rum ist und guck vor allem, welche Seite die schönere ist. Und ich finde, glaube ich, die Seite schöner und klebe mein Herz auf. Und schon ist unsere kleine Verpackung fertig. Super schnell, und wenn man so viel Reste hat wie ich, findet man immer Papier, aus dem man das machen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die nächste Sammelbestellung ist am Freitag und auch das Basteloft Handball Europameister Spezialangebot gilt noch bis zum Freitag. Schaut doch einfach mal auf meiner Homepage www.bastel-loft.de vorbei. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.